So, heute machen wir eine kleine Frage- und Antwortenrunde. Okay, Bigaplex schreibt unter mein Island-Video. Würde mich freuen, wenn du ein What's in my camera bag machen würdest. Ja, und da das die einzige Frage ist, machen wir genau das. Okay, meine Hauptkameratasche ist keine Tasche, sondern ein Rucksack, wie man gut sehen kann. Das ist ein Manfrotto Vertex 200 AW. Ich bin irgendwann, als ich mehr und mehr Objektive gekauft habe, von einer normalen Umhängetasche auf einen Rucksack umgestiegen. Ganz einfach, weil das Gewicht zu hoch wurde und ich keine Lust mehr hatte auf Rückenschmerzen. Okay, als allererstes haben wir natürlich meine Hauptkamera. Das ist die 5D Mark III mit dem 24-70-28-2 Objektiv. Eine wirklich gute Kombo. Dann hatte ich auf Island zwei weitere Objektive dabei. Einmal das 100mm Makro von Canon, das 28L. Einfach weil 70mm sind mir nicht immer lang genug oder tälig genug. Deshalb habe ich sicherheitshalber nochmal ein etwas längeres Objektiv mitgenommen. Man kann nämlich nicht nur Makros damit machen. Und das 35mm 1.4 Art von Sigma. Ein wirklich fantastisches Objektiv, was ich auch wieder vorsichtshalber mitgenommen habe, falls ich Bilder bei offener Blende hätte machen wollen. Und ich sag mal, 99% der Bilder habe ich tatsächlich nur mit diesem Objektiv gemacht. Ja, und der Rest ist eigentlich so ein bisschen Supplies. Ich habe hier einen Akkupack von Anker, der hat zwei USB-Anschlüsse. Damit kann man zum Beispiel eine GoPro aufladen oder die Sony RX1, mit der ich gerade das Video mache. GoPro Hero 3 Black Edition habe ich dabei. Damit habe ich die meisten Selfie-Videos gemacht. Das ist ein elektronischer Sucher für die Sony RX1R. Den habe ich eigentlich auch immer dabei, weil ich normalerweise lieber gerne mit dem Sucher fotografiere als mit dem Display. So, und dann allerhand von Polfiltern und Adaptern. Das ist jetzt hier ein Stepping Ring 67-77mm. Das ist ein 82mm ND3, also ein Schwarzfilter. 10 Stops für das Weitwinkel 24-70. Das gleiche habe ich auch nochmal für 77mm. Ein 77mm Polfilter und einen 82mm Polfilter. Das hier ist einer von Hoya Pro 1 Digital. Der ist gut. Für das neue Objektiv habe ich mir den B&W HTC Polfilter gekauft. Der hat Nanovergütung und ist nochmal eine ganze Ecke besser. Allerdings auch schweineteuer. So, der Rest ist eigentlich nur noch Kleinkram. Ich habe hier so einen California Sunbounce Sun Sniper. Heißt das Sun Sniper? Ja, Sun Sniper. Gurt für die Kamera, damit man die Kamera sich so umhängen kann, damit sie eben nicht so am Hals hängt, sondern sich das ein bisschen auf die Schultern verteilt. Ich muss ganz ehrlich gestehen, mittlerweile gibt es auch Kamerastraps, die ein bisschen mehr als nur diese eine Federung hier haben. So eine 5D mit dem 24-70 wird über den Tag schon relativ schwer. Also ich glaube, ich würde mir demnächst mal einen anderen kaufen. So, und dann habe ich meine Graukarte. Teuerste Graukarte der Welt. Das ist in Wirklichkeit ein X-Rite Color Checker, den ich auch zum Beispiel für die Videos nutze, um ein bisschen Farbabgleich zu machen. Das Teil ist aber essentiell für Langzeitaufnahmen, weil die B&W Schwarzfilter, die machen ganz ordentlichen Farbstich rein. Und das per Hand rauszunudeln, das geht, aber je abstrakter das Bild wird, desto schwieriger wird's. Duct Tape braucht man eigentlich immer, beziehungsweise ist kein Duct Tape, das ist im Prinzip schwarzes Kreppband. Dazu sage ich gleich noch was. So, Ersatzbatterien, Selbstauslöser, beziehungsweise Fernbedienung, kein Selbstauslöser. Die Sony frisst Batterien wie sonst was. Die 5D hält locker ein, zwei Tage, das ist nicht so das Problem. So, dann habe ich noch ein Tuch zum Linse abputzen, diverse Ladekabel und USB-Kabel, So ein Puster, um Staub vom Sensor oder von den Objektiven zu pusten. Zu guter Letzt habe ich hier noch ein Yobi Gorilla Pod Stativ dabei. Das ist super praktisch, weil man kann hier irgendwie diese Beine irgendwo drumherum binden. Das geht auch. Hält allerdings keine 5D. Das war meine Kameratasche, die ich für Island gepackt hatte. Das ist so die leichte Variante, wenn ich Landschaftsaufnahmen mache und mittlerweile eigentlich nur noch mit der 5D und dem 24-70 unterwegs bin. Dann reicht das hier völlig. Wenn ich alle Objektive dabei habe, zum Beispiel für eine Hochzeit oder für ein Porträtshooting, dann bin ich mittlerweile auf eine andere Tasche umgestiegen. Das ist dieses schöne Teil.
Das ist auch ein Nove Pro, allerdings ein Pro Runner RLX 450 AW2. Ich lese das hier hinten ab, da steht es drauf. Das Besondere daran ist, wie man schon sehen kann, es ist eigentlich ein Rollkoffer, aber man kann eben auch daraus einen Rucksack machen. Hier sind die Rucksackteile drin, die kann man hier rausziehen. Hier oben ist der Rest, das klinkt man hier unten ein und schon hat man das Ding auf dem Rücken. Das ist zwar sehr praktisch, also im Rucksackmodus, aber das Teil wird schon relativ schwer. Deshalb habe ich mir den eben als Rollkoffer gekauft. Von innen sieht der eigentlich genauso aus wie der Rucksack, hat die gleichen Fächer. Hier ist ein bisschen weniger Platz, weil eben diese Stange hier reingeht. Die Kamera geht hier oben rein und dann können hier die Objektive rein, vorne noch ein Laptop und das Ganze ist dann wesentlich einfacher zu ziehen und zu rollen, als es auf dem Rücken zu haben. Ich habe hier noch ein 85mm 1.2L2 von Canon drin. Ist ein tolles Porträtobjektiv, ist allerdings auch eine ziemliche Diva. Warum? Weil der Autofokus extrem lahm ist. Wenn es trifft, selbst bei 1.2 ist es schon ordentlich scharf und wenn man es ein bisschen zumacht, erst recht. Aber dazwischen ist es eigentlich andauernd am Rumzicken. Und dann habe ich noch ein 50mm 1.4 Art von Sigma. Auch echt klasse. Wenn ich wählen müsste, würde ich immer das 35 1.4 vorziehen. Ja, ich weiß, andere Brennweite, aber ich weiß nicht, irgendwie das 35er finde ich nochmal einen Ticken besser. Das ist zwar auch sehr scharf und da kommen auch schöne Bilder bei raus, aber irgendwie, vielleicht ist es auch nicht meine Brennweite, ich weiß nicht. Soweit zu den Taschen oder Koffern. Noch eine wichtige Sache, was ich immer dabei habe, stimmt nicht immer, aber auf solchen Reisen, ist ein Stativ. Ich habe das Kuhlmann Magnesit 528. Ist im Grunde genommen ein solides Stativ, ist jetzt nicht das Beste der Welt, kostet aber auch nur, ich glaube, 80 Euro oder so. Das ist mittlerweile schon ziemlich mitgenommen. Man sieht hier, ich musste ein Bein schon tapen, weil irgendwie dieser Schnellspanner hier abgebrochen ist. Jetzt ist das quasi permanent draußen. Das habe ich übrigens mit diesem Tape getaped, deshalb habe ich das immer dabei. Und das passiert das erste Mal auf Island. Ich stehe in irgendeiner coolen Schlucht. Stativ kippt um. Ja, was macht man dann? Glücklicherweise, wenn man ein Tape dabei hat, kann man es mal eben schnell tapen und sich im Nachhinein drüber ärgern. Auf dem Stativ ist ein Zero-E-Kopf. Hier steht sicherlich auch irgendwo die Bezeichnung drauf. Oder auch nicht. Kann ich wärmstens empfehlen. Ein fantastischer Kopf. Ich denke, ich werde mir bald ein neues Stativ kaufen. Vielleicht irgendwie eins aus Carbon, was ein bisschen leichter ist. Den Kopf werde ich aber mit Sicherheit behalten. Und dann habe ich noch manchmal ein Zweitstativ dabei als Umhängetasche. Das ist relativ klein. Das ist auch ein Kuhlmann-Stativ. Das ist das Anomax 260. Also das ganze Stativ, glaube ich, hat irgendwie 30 Euro gekostet oder 40 Euro. Insofern kann man, glaube ich, nicht allzu viel erwarten. Dafür ist es aber ziemlich cool. Es reicht für eine GoPro, für eine Sony RX1, eine kompakte oder eine spiegellose allemal. Ist ein bisschen schlabberig und nicht so super hochwertig hier oben. Aber wie gesagt, für 30, 40 Euro kann man, glaube ich, nichts erwarten. Ja, soweit dazu. Das ist mein Kameraequipment, was ich eigentlich immer so dabei habe, wenn ich fotografieren gehe. Ja, ich hoffe, es war ein interessanter kleiner Einblick. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like. Das hilft, dass auch andere Leute das Video sehen und ich ein bisschen mehr Reichweite bekomme. Ansonsten geht es hier bald weiter mit weiteren Videos. Liegt alles noch auf der Platte, das meiste ist schon geschnitten. Abonniert meinen Kanal, um nichts zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.